Hey, blaset da, seid stark! Ein richtiger Herbststurm ist das! Unglaublich! Schau mal, die rechten Flügel kommen durch! Was blaset richtig, hey, jetzt ist es! Hey! Schau mal! Jetzt bin ich im Schirm. Schau mal, wie es mir den Tor aufgestellt hat von diesem Wind. Ich habe noch ein paar Blätter gesammelt. Ja, das kannst du immer gut brauchen. Aber es ist unglaublich, die Herbststürme. Hui, bloß der Herbstwind wieder. So, jetzt kann ich die Kappe wieder abziehen. Gell? Ah, schon viel bequemer ohne Haare. Die tut dann nur im Zeug rumwirbeln, wenn du rausgehst und es ein Herbststurm herrscht. Das nächste Lied, eben, Hui, bloß der Herbstwind, heisst es. Das ist nicht im Dossier in, das schicke ich dir gerne via PDF zu. Viel Spass. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass man da noch halb einen Ast ins Auge reingeblasen hat. Du könnt gerade da immer noch einen Dracula-Film mitspielen. Ja, das geht schon wieder weg. Ja, ich spiele gerade mal die Melodie vom Lied. Gerade oktaviert. Es geht mit dem Ton an. Für die Frauen. 1, 2, 3, 4. Ich sage noch etwas zu den Akkorden, die du hier brauchst. Das ist G, dann D-Dur, C-Dur und C-Major. 7, das ist ein Vierklang. Du nimmst hier einfach C-Dur und lässt den ersten Finger weg. Und dann hast du C-Major. C-Dur, normal als Dreiklang, als Vierklang, C-Major. Da ist es eben besonders schön, wenn du C-Major spielen kannst. Weil in der Melodie kommt eben gerade das H vor und das ist eben die grosse Septim im C Major 7 Akkord. Zum C Major 7, C mit grosser Septime. Die Begleitung von diesem Stück würde ich vorschlagen, machst du so. Du machst, ich spiele es mal auf G Dur. Du machst immer Daumen, Zeig, Mittelring zusammen und wieder Zeigefinger. Und du zählst 1, 2, 3, 4. Das geht meistens schön auf. Beim ganzen Lied. Außer es gibt eine Stelle dort, du siehst es nachher im PDF, in dem Blatt, wo ich dir dann schicke. Dort hast du einmal G-Dur und einmal E-Moll. Also immer die Hälfte vom Takt ist ein anderer Akkord. Und dort spielst du das. G-Dur so und E-Moll so. Zählen würdest du 1, 2, 3, 4. Spiel mal den Takt, bevor die Stelle kommt. Dann hast du D. Mach's noch einmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Du siehst es nachher gerade, wenn ich es spiele. Das Vorspiel habe ich gedacht, könntest du machen. Ein Takt G-Dur, dann E-Moll, C-Dur und D-Dur. Ich habe es auch aufgeschrieben auf dem Blatt. Ich mache das gerade mal so. 1, 2, 3, 4. Tanzen mit der
Das würde ich mal langsam üben, wenn du vielleicht noch nicht so geübt bist in diesem Wechsel. Wenn du es schon gut kannst, dann geht es natürlich dann schneller. Das funktioniert dann so. Würde ich sagen, 1, 2, 3, 4. Blas der Herbstwind, hui, blas der Fest, er wirbelt mit den Blättern und tanzet mit den Ästen. Wo soll aus rot Brüschli, hey, der Wind ist gross und er so klein, fliegt doch klein an Schärmen und tun die schnell aufwärmen, fliegt doch klein an Schärmen. Ich zeige dir jetzt noch das zweite Muster, das Schrummelmuster. Und zwar Abschlag, ab, auf, ab, ab, auf, ta, 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 ta. Das geht dann so mit dem ganzen, mit dem Vorspiel. 1, 2, 3, 4. Macht C, G, wäre natürlich gerade G. Tönt aber auch gut. So, kann man auch machen. Ja, was auch noch kannst machen, ist kombinieren. Zum Beispiel die erste Strophe und Refrain zupft spielen und die zweite Strophe und Refrain mit dem Schrummelmuster. Oder wie es dir beliebt. Also da kannst und darfst kreativ sein. Ja, ich wünsche dir ganz schöne Herbstzeit und bis bald.